So, willkommen Freunde. Heute machen wir direkt nochmal ein Ründchen WWE Champions. Im letzten Video bin ich gefragt worden, wie das Spiel heißt. WWE Champions steht auch im Betreffzeile. Das ist ein Spiel, das es in Deutschland meines Wissens noch nicht gibt. Ich weiß, es ist in Deutsch, aber es gibt es mindestens mal auf Android nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf iPhone gibt. Habe ich nicht geguckt. Ich habe es über die App runtergeladen. Und darum, ja, spielen wir jetzt aber erstmal ein Ründchen weiter. Ich habe vorhin ein bisschen rumgespielt und ein bisschen Beute geholt. Ich würde sagen, die machen wir mal zusammen auf. Ich weiß gar nicht, ob ich was Vernünftiges jetzt so Dienst-Daily-Gedöns. Denke jetzt nicht, dass das so. Löse deine Belohnung ein. Ah, hier ist das Random oder was? Koffer aufmachen, Spannung. Was war das? Gold? War ein goldener Rock? Director of Operations und The Authority. Und was heißt das jetzt für mich? Dein Inventar wurden neue Gegenstände hinzugefügt. Okay. Ah, okay, ist Triple H an sich. Also habe ich jetzt mehr Kämpfe oder wie? Und hier, der ist Gold. The Rock. Ist das jetzt wie mein Rock? Okay, wir gehen mal gucken zum Booster. Ja, ist dummerweise wie mein Rock. Und was kann ich jetzt mit dem Rock machen? Tja. Gut, dann drücken wir auch noch mal hier drauf. Nice. Okay, und die kann ich jetzt. Aber er ist ja eine silberne Karte. Die sind wohl Bronze. Dann wird es wahrscheinlich auch goldene geben. Okay. Ist aber gut für mich, weil ich umso mehr kämpfe, umso mehr Kämpfe kann ich machen. So verstehe ich das, weil wenn die keine Energie haben, dann. Also ich bin natürlich noch in der Lernphase. Ich kann hier zum Spiel großartig nichts sagen. Aber ich bin der Meinung, umso mehr. Sammle in 4 Minuten wieder was ein. Das ist doch gut. Post. So, ich bin auch gefragt worden, ob ich ein Team habe. Da ich das Video jetzt sehr nah an dem anderen Video aufnehme, Marken. Diese Marke sind in Kämpfen gegen Gegner erhalten bei. Außerdem finde. Okay. Diese Marke sind in Kämpfen gegen Techniken Gegner. Samstags morgens Slam. Und was bringen mir diese Marken? Das weiß ich leider noch nicht. Wer das weiß, kann es gerne. Und das hier ist jetzt ein Poster oder wie? Zum Booster. Okay. Wir machen einfach mal die Kämpfe, da weiß ich wenigstens, was ich kann. Hier oben, ich bin Level 2. Das hier sind Heilpakete, also wenn deine Kämpfer Energie verlieren, kann ich sie wieder heilen. Und das dauert 45 Minuten, also zumindest der erste. Ich habe mich ein bisschen auf der NXT-Tour weitergespielt. Sterne habe ich jetzt noch nicht. Das hier habe ich auch noch nicht geschnallt, wie ich hier loslegen kann. Darren Young. Ob ich da erst irgendwas freischalten muss. Dasselbe. Oh, Cesaro hatten wir schon. Ah, gegen Cesaro hatte ich verloren. Dann machen wir doch mal. Wollen wir mit Triple H kämpfen? Ah, nur diese Helden. Ah, jetzt schnalle ich das. Nur die Helden dürfen wohl gegen ihn spielen. Sehe ich das richtig?
Ihr seht, so viel Erfahrung habe ich noch nicht. Darum würde ich sagen, gehen wir mal hier rein, machen los. Und ich möchte nicht Triple H spielen. Ich würde einfach mal gerne hier, weil ich Roman Reigns schon trainiert habe. Und ab in den Kampf. So, ich finde es sehr nice gemacht. Hier unten mit den Gems, was da jetzt gleich kommt, könnte von mir aus ein bisschen mehr Action sein. Also es könnte auf Zeit laufen, aber ich habe ja eigentlich unendlich Zeit. Im Endeffekt hier rot, schwarz und gelb. Ich krieg hier, steigt der Balken, wenn ich jetzt quasi gelb mache. Ich lasse mir überlegen, wenn ich den hochziehe, explodiert die Zeile und es nimmt auch die gelbe Zeile mit. Also ihr seht, hier wird es dann mehr und dann kann, das sind Sonderfähigkeiten, die ich auslösen kann. Heißt, macht Sinn, die Farben wegzuräumen, soweit es geht. Das heißt, erstmal schnell gelb checken haben wir nicht, erstmal schnell schwarz checken haben wir nicht, erstmal schnell rot checken haben wir nicht. Und dann... Wie viele Punkte man für die Steine wegzuräumen kriegt, hängt vom, vom Champ ab, den er spielt. Weil die unterschiedliche Punkte kriegen. Hier oben die Lebensbalken und so, die prügeln sich jetzt ein bisschen hin und her. Hier kann man dann seine Fähigkeiten irgendwann einsetzen. Nee, ich möchte gelb. Ich gucke immer, ob ich irgendwie... anders auf mein... Oh, hier ist, kann derjenige einen Vierer machen. Oh, er hat es uns stehen lassen. Wie geil ist das denn? Und da auch. Und hier könnte ich einen roten Vierer machen. Okay, wenn ich rot mache, löst das hier so eine Kettenreaktion ein bisschen auf. Und hier, ihr seht, erstens habe ich ihn jetzt gepinnt, weil es ein harter Schlag war. Solange er noch Leben hat, kann er verteidigen. Und ich kann jetzt nächste Runde das hier auslösen. Verwenden. Das sind einfach meine Sondermoves. Und darf dann... Ich möchte lieber hier unten schwarz. Auch hier lösen wir wieder Kettenreaktion. Oh. Ich behaupte mal, das ist ein Move gewesen, der ihn besiegt. Ja, das war natürlich eben geil. Also Glück gehört natürlich auch dazu. Das können doch mal 3 Sterne werden. Denke ich doch auch. Einmalig. Und wir sind Level 3. Wir kriegen Gold und plus 3 Koffer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich oben dann 8 stehen habe oder ob 5 ist maximal ist 8. Okay. Und das heißt, kriegen wir hier noch irgendeine Belohnung? Oder sind wir jetzt hier durch? Naja, ich habe jetzt hier die nächste freigeschaltet. Ich würde jetzt aber hier unten tatsächlich nochmal den Kampf gegen Cesaro machen. Dafür trainieren wir aber Triple H erst nochmal. Also man kann alle seine Helden trainieren. Und das ist... Beute, Shop, Menü, Rooster. Also man könnte sich hier auf trainieren, es kostet ja mehr Gold, sagen, macht das Beste, was geht. Und hier seht ihr dann, oh kacke, ich bin bei Kane. Hier seht ihr aber dann, welche Punkte er kriegt. Also wo er Punkte kriegt. Also bei Rot hat man gesehen, kriegt er 39. So, wir machen mal alle auf 5 Sterne. Kane, der The Rock ist, den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Jetzt sind wir bei Triple H. Auch den machen wir. Oh, der kriegt bei dunklen Steinen schon eine Menge. Also sollte ich mit dem versuchen, immer Schwarzes wegzuräumen. 77. Du bist schon Level. Auch Roman Reigns machen wir Level 5.
Und dann machen wir noch einen Kampf. Also, wenn euch das hier gefällt, mache ich durchaus da jetzt so immer mal kurze Videos dazu. So dass ich da mal ein, zwei Kämpfe am Tag mache. Wird nicht jeden Tag gehen, aber momentan, das finde ich schon sehr witzig. Und ihr seht es hier, der hat jetzt Leben im Kampf verloren und darum müsste er jetzt geheilt werden. Ich könnte so mit ihm kämpfen, wenn er einmal ganz gestorben ist, dann ist. Dann brauche ich so ein. Dann muss ich extra Geld ausgeben, glaube ich. So, jetzt aber. Wir machen hier nochmal den Cesaro. Los. Superstar wählen. Ich kann tatsächlich nur Triple H nehmen. Dann machen wir das. Und dann bin ich gespannt. Triple H, so. Authority, the Authority. Gegen Cesaro. Komm, wir brauchen, wir gucken, dass wir schwarze Steine, grüne oder violette kriegen. Schwarze Steine hatten wir ja schon vorhin gesehen, da kriege ich ganz viel XP. Manchmal ist es vielleicht aber auch einfach sinnig, ihm Sachen wegzunehmen. Lass mal überlegen, wenn ich das mache, rutscht das runter. Hier nehme ich mir einfach die Kiste, das ist danach halt. Das Rote. Er hätte eine Viererkette haben können. Das gefällt mir gerade gar nicht, was da passiert. So, hier kann ich einen Vierer machen, hier oder hier. Wenn ich hier mache, passiert, wenn ich hier mache, könnte mehr passieren. Passiert aber nicht mehr. So, Vierer können wir nicht machen. Schwarze Steine gibt's nicht. Violett können wir nächste Runde unsere Fähigkeit einsetzen. Oh, hier ist aber ein grüner Vierer. Den mache ich erstmal. Und da haut ihn Triple H einfach um. Und jetzt setzen wir die Fähigkeit an, verursacht 105 Schaden und wähle zwei Juwelen aus, um daraus Blockadejuwelen zu machen, okay? Blockadejuwelen. Oh, schade, hier könnte ich machen. Da ich keine Ahnung habe, was Blockadejuwelen sind, nehmen wir es einfach mal. Ob jetzt nur ich die, und hier können wir nochmal eine Kiste mitnehmen, ob nur ich die mitnehmen darf oder nicht. Alles neu durchgewürfelt. Hier könnte ich rot, da könnte ich gelb, kann ich irgendwo grün. Hier blau. Jetzt ist mal gut zu sagen, oh, hier könnte ich schwarz. Das gibt echt ja gut Punkte und halt richtig Damage. Wie Cesaros wegen. Wir waren doch gerade am Turn, er hat null Leben. So, tja. So, wenn ich jetzt. Schade. Ich krieg kein Vierer hin. Ich habe gedacht, wenn ich es abtausche, aber so kriege ich halt zweimal hin. Und das sollte jetzt aber mal langen. Wir pinnen ihn, er kann sich nicht wehren, weil er gerade K.O. ist. Und da freut sich unser Triple H. Das Spiel macht schon Fun, muss man tatsächlich sagen. 6 gibt Gold. Also es macht Spaß für so zwischendurch, auf jeden Fall. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Oh, Kevin Owens. Aber jo. Wenn es euch gefällt, schreibt es bitte in die Kommentare, dann kommt davon mehr. Wenn nicht, spiele ich es einfach weiter. Und Leute, macht's gut, bis dahin.